Herzlich willkommen bei Grün und Gesund. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um die Frage, warum werden wir eigentlich krank? Und noch viel wichtiger, was können wir eigentlich dagegen tun? Darüber spreche ich heute mit der Ärztin Zara Bergmann, die durch eigene leidvolle Erfahrung mit chronischen Erkrankungen die Grenzen der klassischen Medizin erfahren musste und für sich selbst alternative Wege der Behandlung und Heilung gefunden hat. Ja, und deshalb freue ich mich sehr, dass du heute hier bist und bedanke mich gleichzeitig, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, Zara Bergmann. Dankeschön, lieber Andreas, für die Einladung. Zara, wie ist das, wenn man als Ärztin krank wird? Also ich stelle mir so vor, man lernt es ja, wie man mit Krankheit umzugehen hat und ja, weiß, was man zu tun hat. Man hilft vielen Leuten, wenn sie krank sind. Und auf der anderen Seite hat man zusätzlich ja noch ein großes Netzwerk an erfahrenen Ärzten aus den unterschiedlichsten Fachbereichen. Ja, plötzlich wird man dann eben doch krank, in deinem Fall sogar chronisch krank. Nimm uns doch mal bitte rein in diese Geschichte. Und ja, wie war das bei dir, als du krank wurdest? Ja, Andreas, eigentlich schon seit Kindheit habe ich dann mit Nasennebenhöhlenentzündungen gekämpft, aber dabei blieb dann nicht. In folgenden Jahren kamen auch weitere Beschwerden dazu und vor allem im Jahr 2000 ein merkwürdiges Brennen im Herzgegend und danach Schlafstörungen und dann allergische Erscheinungen. Und zuletzt, vor 4 Jahren, war ich dann 3 Jahre am Stück, habe ich dann wiederholende Infektionen wieder in meinen Nasennebenhöhlen gehabt. Und ich habe tatsächlich ganze Palette von Antibiotikum und alles, was ich dann kannte, probiert. Und leider vergeblich. Das war dann so, dass ich dann auch nicht mehr essen konnte. Und Histaminintoleranz und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und diese Histaminintoleranz hat mich irgendwie gezwungen, wieder zu denken und neue Wege auszusuchen. Ich habe dann herausgefunden, dass Vitamin B12 zum Beispiel bei Histaminintoleranz eine große Rolle spielt. Und dann habe ich dann versucht, auch dann diese Vitamin B12-Mangel bei mir zu beseitigen. Und du kannst dann dir nicht glauben, nach 2 oder 3 Injektionen war Histaminintoleranz verschwunden. Also du sagst, ich muss mal gerade einhaken, weil du sagtest so, ich habe herausgefunden, also das war jetzt eine Information, die du nicht so gelernt hattest mit dem Vitamin B12, ja, und Zusammenhang mit Histaminintoleranz. Richtig, wir Ärzte denken, okay, wir ernähren uns alle ausgewogen und überhaupt die Menschheit ernährt sich dann ausgewogen. Eigentlich schon diese Mangelerscheinungen gehörten auch dann nicht dann zum Thema während des Studiums. Ja. Ich meine, wenn ich auch dann jetzt über Mangelerscheinungen mit den Kollegen rede, das, okay, gut, dann kannst du ein bisschen Gemüse essen, Früchte essen oder auch dann bei Vitamin B12 kannst du ein bisschen Fleisch essen und dann hast du das beseitigt. Ne? Genauso ist auch bei Vitamin D-Mangel. Ne? Ich meine, das ist auch dann eine große Gefahrstelle. In Deutschland leiden viele an Vitamin D-Mangel, aber das ist dann leider irgendwie unbemerkt. Ne? Du hast jetzt wirklich aufgezählt, du hast eine ganze Menge Krankheiten da eben so aufgezählt, ist eine super lange Liste. Du hast auch eben gesagt, also man ist ja als Schulmediziner, geht man erstmal vor und nimmt Medikamente, ja, und unterschiedliche Sachen. Aber die haben ja offensichtlich nicht geholfen. Nein, weil ich habe tatsächlich dann alles Mögliche probiert. Ich meine, letztendlich hat man auch dann immer gelernt, etwas anderes als Schuldige darzustellen. Ne? In diesem Fall sind die Viren, Bakterien, Pilze. Und ich habe monatelang gegen alle diese 3 Erreger verschiedene Mittel genommen. Aber okay, gut, das war es das nicht. Ne? Und dann letztendlich habe ich dann weiter recherchiert und habe ich dann das erreicht, dass wir leider uns nicht dann artgerecht ernähren, sodass... Also du bist da wirklich bis weitergegangen. Also aber ich stelle mir das erstmal so vor, wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen, also ich stelle mir das wirklich so vor, man zweifelt doch irgendwo auch an sich selbst, oder? Weil wenn ich jetzt quasi gelernt habe die ganze Zeit irgendwie, wie ich mit sowas umzugehen habe und plötzlich bin ich selber krank, was geht da in einem vor, wenn man an diesem Punkt ist?
Ja, das ist dann eine Art Verzweiflung. Ne? Man weiß nicht, man kommt nicht mehr voran. Und bei mir haben auch dann die Kollegen fast aufgegeben, weiterzukämpfen. Sie wussten auch nicht dann, woher ich dann diese Infektionen mir einhole. Und so leid, dass es auch ihnen getan hat, ja, das war es, fertig. Also, Und du bist also wirklich auch rumgegangen und hast verschiedene Kollegen oder wen auch immer du kanntest, da konsultiert, ja? Ich war bestimmt bei besten Professoren in Deutschland gewesen und natürlich dann jeder hat auch dann seine eigene Diagnose gestellt und bei jeder Diagnose habe ich gejubelt und hochgesprungen. Das war es. Jetzt habe ich dann eine Diagnose, aber das war das leider nicht, ne? Und das war ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich recherchiere. Ja, also irgendwann bist du an einen Punkt gekommen, Schulmedizin, irgendwie kann mir nicht weiterhelfen. Also ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ich mich reinversetze, ich gehe von Arzt zu Arzt, wo ich wirklich weiß, gute Kollegen, die wollen mir wirklich helfen und geben ihr Bestes und irgendwie ist es das aber nicht. Also irgendwann muss man an den Punkt da wirklich kommen, irgendwas ist hier falsch, oder? Das ist dann so. Ich meine, wegen meines Histaminintoleranz war ich dann in einem guten Klinik, wo dann so richtig Experten mit Histaminintoleranz beschäftigt sind. Aber letztendlich, wenn sie mir eine große Liste geben von verbotenen Lebensmitteln, und zwar dann lebenslang, und dann ein paar Antihistaminika, das war für mich dann nicht ausreichend. Ich wollte nicht. Ich liebe Tomaten. Ich musste auf die Tomaten verzichten. Ich habe mich hingesetzt, ich habe gesagt, recherchiere nochmal, was ist dieses Histaminintoleranz? Und dann habe ich so richtig gelernt, was dann Histaminintoleranz war. Ich habe dann Histamin in meinem Körper verfolgt, überhaupt, wo diese Histamin abgebaut wird. Und dann habe ich festgestellt, dass die Station im Leber, wo Histamin dort abgebaut wird, das arbeitet dann unter Leitung von Vitamin B12. Und dann habe ich dann meine Laborwerte nochmal unter die Lupe genommen. Und was kam raus? Ich hatte tatsächlich Vitamin B12-Mangel gehabt. Ja, und dann habe ich diese Mangel beseitigt und dann habe ich auch dann die Ergebnisse gesehen. Wie gesagt, die Krankheit war vollkommen verschwunden. Tatsächlich. Also du hast sozusagen Vitamin B12 zugeführt und danach war die Histaminintoleranz dann weg. So einfach, wie das war. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann dachte ich, okay, gut, wenn ich dann, Vitamin B12 ist nicht einzige Vitamin, was man braucht auch dann angeblich 70 Mineralien. Jetzt weiß ich, das wusste ich damals nicht. Und dann man braucht auch weitere Vitamine. Dann habe ich dann weiter recherchiert und habe ich auch versucht, dann andere Mängel zu beseitigen. Und nach jeder ja, Therapie, ja, kam ich dann weiter und dann habe ich auch dann die positiven Effekte gesehen. Okay, also wenn wir jetzt mal aus deiner Sicht jetzt zusammenfassen, was waren jetzt die konkreten Ursachen für deine Krankheit? Auch jetzt also Mangel von Mineralien und Vitaminen angesprochen, war es das schon oder sind noch mehr Sachen dazugekommen, die du jetzt als Ursache deiner Krankheiten ausgemacht hast? Ja, ich habe mich auch diese Frage gestellt, wozu habe ich diese Mängel? Wozu? Ich meine, ich dachte mir, als Ärztin ernähre ich mich dann ausgewogen. Ne? Aber gut, dann kam das raus, das war nicht dann ausgewogen. Ich meine, allein Andreas, wenn du denkst, wie der moderne Mensch jetzt lebt, ne? Der springt erstmal ins Badezimmer. Das ist der erste Platz, wo du dich so richtig vergiftest mit ganzen Deos, Sprays, Creme. Die Haut ist durchlässig. Wir müssen das dann, ja, wir müssen darauf Acht geben. Das heißt, alles, was du auf die Haut tust, kommt auch dann ins Körper rein. Oder auch dann zum Beispiel fluorhaltige Zahnpasta. Ne? Gut, dann kommst du und dann fängst du mit deinem Frühstück an, ne? Mit einer Tasse Kaffee, Geht's weiter, ja. was deinem Körper nichts weiterbringt. Und dann hast du dann Brot und getreidehaltige Brot- und Mehlprodukte. Und dann kommt dann noch Fleisch dazu, Aufschnitte, Wurst- und Käseprodukte. Ja, vollgestopft mit Konservierungsmittel und so weiter und so fort. Genau. Ja. Du wirst, ja, die sind dann alle leere Kalorien, die letztendlich zu deiner Vergiftung führen und zu einer Übersäuerung. Und Wort Übersäuerung, hättest du mich dann vor 5 Jahren gefragt, was das ist, ich wusste das nicht. Ich meine, ja, Übersäuerung für uns Ärzte spielt keine Rolle. Ich habe das gelernt im
Blut muss ein bestimmter pH vorhanden sein. Wenn es ein bisschen Abweichungen gibt, gehörst du dann zur intensiven Station. Das habe ich gut gelernt. Aber dass dann auf Zellularebene oder auch dann im Bindegewebe diese Übersäuerung existiert, davon wusste ich überhaupt nicht. Okay. Ja, also ich finde es so krass, dass du es wirklich auch jetzt aus deiner Sicht mal so, so erzählst, weil man jetzt aus dieser Szene, in der ich mich hier so bewege, Rohkostszene oder natürliche Gesundheit, man spricht immer von, ja, die Schulmedizin, die wissen das alles nicht, aber es ist eben doch mal sehr interessant, jetzt auch wirklich aus deinem Mund das so zu hören, wo du sagst, ich habe das so gelernt und ich wusste es wirklich nicht und es ist auch, denke ich, genauso, dass die Ärzte nicht irgendwie böswillig einem nicht helfen wollen, so wie jetzt in deinem Fall. Die haben wirklich alle versucht, dir zu helfen, aber es ist irgendwo dieses Wissen nicht da. Und deshalb finde ich es eben auch jetzt so interessant zu hören, was sind denn jetzt wirklich die Ursachen aus deiner Sicht, was du recherchiert hast? Und das ist jetzt eben die nächste Frage, die ich mir stelle. Wie hast du es denn jetzt geschafft, dich von deinen chronischen Krankheiten zu befreien? Was waren jetzt so die Schritte, die du dann eingeleitet hast aufgrund deiner Ergebnisse? Die Antwort kann ich dann in ein paar Worte zusammenfassen, lieber Andreas. Wir ernähren uns nicht dann artgerecht. Wir leben nicht artgerecht. Das ist dann die Hauptursache. Denken wir dann an die Menschenaffen. Mit ihnen haben wir dann 99,4% genetische Ähnlichkeiten. Aber wir sind weit weg von der Nahrung, was sie haben und was wir haben. Ne? Und nämlich diese Menschenaffen ernähren sich zum Beispiel von Früchten und Gemüsen zu 95%. Ich frage dich, ich frage die anderen, schaffen wir diese 95% am Tag? Nein. Wir essen dann, wir geben dem Körper überkochten Sachen, gekochten Sachen, denaturierten Sachen. Die sind alle körperfremd. Unsere Zellen mit ihren hochfeinen Strukturen, sie brauchen organisches und lebendige Nahrung, aber dann nicht dann diese tote Nahrung. Ne? Ja. Das ist eine Hauptursache und ich habe mich darauf konzentriert und dann habe ich dann versucht, schrittweise, das ist ganz wichtig, schrittweise mein Essen umzustellen und vor allem, ich trinke jeden Tag dann 2 bis 3 Liter Säfte und die haben mir dann viel geholfen. Was sind das für Säfte, die du da trinkst? Ja, das ist dann verschieden. Ne? An einem Tag kann dann Früchte gemixt mit Kräuter sein. Es konnte auch dann Wildkräuter drinnen sein. Also, du machst die Säfte, jetzt nur zur Erklärung, also du machst die Säfte wirklich selbst mit einem Safter, ja? Oder? Ich stehe dann jeden Tag um 5 Uhr und ich kaufe dann massenweise Früchte und Gemüse und wie gesagt, in meinem kleinen Garten habe ich auch jede Menge Wildkräuter und alles rein in meinem schönen Slow Juicer. Das ist tatsächlich investierungswert, wenn man so ein Gerät sich dann zu Hause anschafft. Und und dann mache ich dann die Säfte. Ich habe dann eine spezielle Gläser, da mache ich dann alles voll mich, von meinem Kind und auch dann von meinem Mann, der nimmt das auch dann zum Arbeitsplatz. Ich nehme das auch zum Arbeitsplatz. Das ist dann mein Frühstück und dann kommt dann ein halbes Liter zum Beispiel Smoothie, ne, mit verschiedenen Topping darauf, Sonnenblumenkerne, was weiß ich, Chiasamen, Amaranth, Goji-Beeren und damit fühle ich mich auch dann richtig satt. Ich gehe nicht mehr in die Kantine, aber dafür bin ich auch nicht schläfrig. Ich bin die ganze Zeit am Arbeitsplatz wach und und wenn ich dann Nachmittag Hunger kriege, dann esse ich dann ein ganzes Obst. Jetzt ist Granatapfelzeit, das ist dann Beste für unsere Zellen. Dann esse ich dann 2 Stück auch Granatapfel, bis ich nach Hause komme und zu Hause koche ich dann was Kleines, schonend. Und dann natürlich dann die Sachen wie Fleisch minimal, ganz minimal. Und dann esse ich auch wieder einen großen Salatteller und dann bin ich satt, fertig. Okay, also du hast also wirklich deine Ernährung komplett umgestellt, schrittweise, führst durch die Säfte auch jetzt und durch die grünen Smoothies oder überhaupt die allgemeinen Smoothies überhaupt mehr Vitalstoffe, mehr Mineralien in deinem Körper zu. Ich habe rausgehört, dass du mehr Rohkost zu dir nimmst, ungesunde Sachen, denaturierte Sachen rausgenommen hast. Jetzt möchte ich auf einen Punkt noch ganz kurz eingehen oder mal nachfragen. Hat es jetzt einen besonderen Grund, dass du so den Schwerpunkt auf diese grünen oder auf die Säfte gelegst? War das bei dir, ja. war das, wie wichtig war das bei dir, die Säfte?
Das ist dann so, ich meine, wenn Körper in einem chronischen Zustand leidet, und dann möchte man nicht den Körper mit einem schwachen Verdauungsfeuer noch zu belasten. Deshalb, das ist gut, wenn man dann dem Körper flüssige Nahrung zuführt. Diese flüssige Nahrung ist sehr gut aufnehmbar, so dass binnen 15 Minuten mit ganzen Mineralien und Vitaminen ist in der Zelle. Deshalb belaste ich nicht dann meinen Körper mit faserigen Anteilen und auch die Menge, die ich entsafte, ich konnte die niemals als ganze Früchte oder auch Gemüse essen. Das wäre dann zu viel und ich schaffe das nicht. Aber ich brauche dann einfach so diese konzentriert ist falsch, weil die sind dann nicht konzentriert. Das ist einfach so eine Art flüssige Nahrung, die ohne Aufwand und sehr leicht in deinem Körper Das kann sehr schnell aufgenommen werden in dieser flüssigen Form vom Körper dann, ne? im Gegensatz zu ganzen Früchten und Obst, dafür brauchst du dann Aufwand und dann das dauert ungefähr 4 bis 5 Stunden, bis du davon was hast. Ne? Aber okay, mit Säften klappt das schnell, das ist ganz praktisch und ich kann jetzt ein Leben ohne Säfte mir eigentlich nicht mehr Ja, vorstellen. also ich bin ja ein Fan von grünen Smoothies, ja. Aber klar, wenn jetzt der Darm wirklich komplett, sag mal, ruiniert ist, ja, dann kann ich schon wirklich auch genauso unterstützen, dass du es eben sagst, es ist wirklich, ich lasse die Ballaststoffe wirklich weg und habe es ganz konzentriert und ich kann jetzt wirklich sehr, sehr einfach die Vitalstoffe dann aufnehmen. Es geht dann sehr, sehr schnell, auf jeden Fall, ja. Ja, das waren jetzt so die Punkte, die du genannt hast. Ein anderer Punkt würde ich noch gerne ansprechen, den du auch eben genannt hast, die Gifte, die im Körper drin sind. Wie hast du es geschafft, die Gifte rauszuholen? Weil das aus meiner Sicht, das ist sehr wichtig, klar auf der einen Seite den Körper jetzt eben mit Mineralien, Vitaminen zu unterstützen. Aber wie du auch gesagt hast, wir nehmen so viele Gifte zu uns und der Körper wird immer voller damit. Wie hast du sie rausbekommen, die Gifte? Was Ja, empfiehlst du da? in dieser Hinsicht war ich dann tatsächlich revolutionär. Ich meine, so muss man denken, wenn eine Person 50 Jahre alt ist und 50 Jahre lang falsch sich ernährt hat, ne, es gibt dann jede Menge Ablagerungen, Gifte, Schlacken, alle diese Sachen im Körper. Jetzt, wenn man dann heute das Essen wieder umstellt, das dauert genauso lang, bis diese Gifte draußen sind. Also, da müssen wir dann etwas dagegen tun. Ich habe dann verschiedene Entgiftungskuren hinter mir. Zum Beispiel, ne, wegen Amalgambelastungen habe ich dann nach Dr. Klinkhardt mit Chlorella und Koriander und Bärlauch eine Entgiftung gehabt. Das habe ich dann monateweise durchgeführt. Chlorella gehört jetzt dann zu einem ja, Lebensmittel, wovon ich dann immer wieder dann einnehme. Du musst daran denken, jedes Mal, wenn du Chlorella einnimmst, bleibt der Effekt 4, 5 Stunden in deinem Körper. Das heißt, 5 Stunden wirst du immer entgiftet. Und mit dem heutigen Leben, du weißt nicht dann, was du alles dann durch Nahrung zu deinem Körper nimmst. Deshalb, das ist immer gut, wenn immer wieder diese auch Entgiftungen wiederholt werden. Ne? Und wie gesagt, in dem Fall Chlorella gehört dann zu einem festen Lebensmittel, was ich dann immer wieder auch dann einnehme. Ja, man muss nur auch sagen, man muss wirklich auch aufpassen mit Chlorella, dass man muss es wirklich auch, wie du sagst, nach einer Anleitung machen. Denn es besteht auch wirklich die Gefahr, wenn ich zu wenig Chlorella zu mir nehme oder wenn ich auch mit Anfang wirklich so voll bin mit Giften in meinem Körper, dass ich, wenn ich Chlorella zu mir nehme, eben das anrege, dass die Gifte rauskommen, aber die Chlorella selbst es eben nicht schafft, die rauszutransportieren, dann vergifte ich mich plötzlich. Und das ist natürlich eine sehr große Gefahr. Aber du hast es eben auch gerade gesagt, nach Dr. Klinghardt. Also es macht schon Sinn, da wirklich auch nach solchen Anleitungen da auch vorzugehen. Nicht da auf eigene Faust versuchen. Ich gebe dir recht, ich gebe dir recht, du hast dann recht, ich meine, Cholera, manchmal ist der Körper so vergiftet, dass mit ein bisschen Cholera jede Menge Gift, das heißt enorme Menge von Gift wird auf einmal freigesetzt.
Und das wäre gut, dass man dann immer unter Anleitung solche Entgiftungen durchführt. Okay, ich habe dann in dem Fall dadurch, dass ich Ärztin bin, irgendwie die Verantwortung übernommen. Aber wie du das sagst, das wäre besser, dass man das dann unter ärztlicher Aufsicht durchführt. Genau. Okay. Ja, also das haben wir jetzt zwei wichtige Punkte mal da angesprochen. Also mehr Mineralien, Entgiftung, das sind schon mal ganz entscheidende Sachen, da kann man schon sehr viel mit erreichen. Du hast gesagt, Und du hast. Essen, das ist A und O. Du kannst nicht ganze Zeit dich entgiften oder auch Mineralien und Vitamine, aber das Essen muss sich ändern. Kehren wir wieder zur Natur zurück, kehren wir wieder zu unserem ursprünglichen Essen zurück. Nicht nur Essen, sondern Lebensweise. Auch wie Dr. Klinghardt sagt, laufen wir barfuß. Alle Wesen, wir sind einzige Wesen auf der Welt, die mit Schuhen laufen. Dr. Klinghardt hat gesagt, man kriegt allein durch 20 Minuten Barfußlaufen enorme Energie von Erde. Ne? Und die brauchen wir. Wir brauchen auch Sonnenenergie. Wir arbeiten dann in geschlossenen Räumen. Wir kriegen auch nichts von der Sonne. Deshalb gibt es auch dann viele Leute in Deutschland, die auch dann an enormen Vitamin D-Mangel leiden. Richtig, ja. Bewegung ist auch so wichtig, ne? Also wir sitzen oft so viel rum und bewegen uns einfach zu wenig. Und dann kommen wir automatisch raus und sehen auch plötzlich die Pflanzen wieder und Wildkräuter. Das ist ja gehört alles zusammen, ne? Und wie du sagst, wir sollten wieder zu einer natürlichen Lebensweise zurückkehren. Viele, die die Videos sich hier anschauen, die tun das schon, aber viele ja, tun es vielleicht noch nicht oder brauchen vielleicht noch den nötigen Druck. Bei mir war es ja auch so, ich habe erst angefangen, wie bei dir auch, erst mich mit diesen Thematiken auseinanderzusetzen, ja, als die Krankheiten dann eben kamen. So geht es nun mal sehr vielen. Aber es ist eben so schön zu hören, dass es da eben Möglichkeiten gibt, selbst wenn die Ärzte sagen, ja, wir haben jetzt eine chronische Erkrankung, sorry, das musst jetzt das und das nehmen bis zum Ende deines Lebens, ja, und du musst da halt mit umgehen. Es gibt Möglichkeiten, da was gegen zu tun, ja, und die man eben als Schulmediziner, wie du es auch gerade gesagt hast, erstmal gar nicht so lernt, ja. Es würde mich mal interessieren, wenn man, also bei mir war das so, als ich angefangen habe, diese neue Welt irgendwie da kennenzulernen und einfach zu sehen, es gibt da so viel, viel mehr, als das man bis jetzt kennt, sei es einfach nur Ernährung umzustellen. Man merkt plötzlich, man ist voll Energie, man wird gesünder. Wie war das bei dir? Hast du in deinem Umfeld da auch Leute von begeistern können oder auch helfen können? Ja, Gerade sicher. als Ärztin, ja, also man hat ja plötzlich neue Werkzeuge an der Hand, ja. Von diesen Maßnahmen hat sogar meine 80-jährige Mutter irgendwie profitiert. Gut, dann kann ich auch dann als ein Beispiel eine Bekannte, die in Köln lebt, die hat mich einmal angerufen und dann gesagt, ja, sie wird bald eine Operation haben wegen fortgeschrittener Arthrose im linken Knie. Dann habe ich sie informiert, bitte lass die Finger weg von dieser Operation. Das hat dann mit Knie nichts zu tun. Die sind letztendlich Ablagerungen, was deine Ausscheidungsorgane nicht mehr schaffen, die rauszuscheiden. Und dann, ich habe dann sie dann informiert, laut meiner Recherche und Informationen, die mir geholfen hatten. Und sie hat natürlich auch dann eigentlich dann ihr Bild massiv in eine Nacht geändert, sodass sie auf einmal ja viele Sachen, was sie dann vorher gerne gegen weggelassen hat. Und ich sage es dir, nach 6 Monaten war diese Arthrose verschwunden. Ich war so schockiert, auch dann ihr Arzt, behandelnder Arzt war schockiert, hat große Augen gekriegt bei der Untersuchung. Und dann hatte seine Arzthelferin gerufen, auch kommen Sie mal hier, kommen Sie mal hier. Die Patientin hat selber die Arthrose behandelt. Gut, dann eine zweite Erfolgsgeschichte über eine Bekannte, die in Leipzig wohnt und die kämpft auch seit 20 Jahren mit rheumatischen Beschwerden. Und dann, was ich dann zum Beispiel über rheumatische Beschwerden gelernt hatte, ist, dass die Muskelmasse, zum Beispiel die ganze Säure, was im Körper ist, einfach so als Schutz, ne, zu sich wie ein Schwamm saugt. Und die sind alle wie so Glassplitter, ne? Die gehen dann, die stechen in deine Nerven und an den Muskeln und deshalb hast du auch diese Schmerzen.
Gut, die Dame war seit 20 Jahren an diversen Medikamenten, trotzdem volle Beschwerden. Und ich habe auch dann ihr ein paar Informationen gegeben, wie sie sich entgiften kann, wie sie ihr Essen ernähren kann und ändern kann und wie sie auch dann mit Säften anfangen kann. Und das hat sie auch gemacht. Jetzt letzte Woche habe ich sie mit ihr telefoniert. Nach 2 Monaten ist sie vollständig beschwerdefrei. Und wow. Sie konnte auch viele Medikamente im ersten Monat absetzen. Das ist dann auch dann große Freude für mich und sie freut sich auch dann unheimlich. Ja klar, und ich stelle mir jetzt so vor, wenn man als Ärztin plötzlich mit diesen neuen Möglichkeiten plötzlich Erfolge hat, wo man vielleicht früher einfach nur gesagt hat, nimm die Medikamente oder geh zu dem Experten, aber irgendwie hat man dann eben ja vielleicht nicht so die Erfolge dann haben können, wie man es jetzt plötzlich hat. Ne? Und das finde ich so sehr spannend, jetzt von dir so zu hören. Also vielen Dank, dass du das so mit uns geteilt hast. Auch diese Erfolgsgeschichten sind natürlich sehr, sehr inspirierend. Wer mehr über dich erfahren möchte und ja, du hast eine Webseite www.wegwarte.eu. Du bietest, du hast es gerade auch kurz angesprochen, Seminare an für Leute, die sich da eben für interessieren, da mehr erfahren möchten. Ja, ich denke, wer eine Frage an dich hat, ich meine, du bist voll berufstätig, aber am besten ist es vielleicht, wenn du eine E-Mail schreibst. Ich denke, dass du auch da dann antwortest. Habt ein bisschen Geduld. Ich kann mir vorstellen, dass nach so einem Interview dann doch einige dann auch eine Frage haben an dich. Aber wer das möchte, kann dort eben Kontakt zu dir aufnehmen. Liebe Sarah, also ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, du die Zeit genommen hast und ja, ich denke, dass es sehr viele Menschen auch ermutigt, dass sie vielleicht nicht psychisch krank sind, wie es oft von den Ärzten mal gesagt wird, als Diagnose, wenn man nicht weiter weiß, dass es eben doch Wege gibt, aus den chronischen Krankheiten rauszukommen. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für die Zeit und wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Dankeschön, lieber Andreas. Und noch ein Message, mein letztes Mal, bitte an chronisch kranken Patienten, gebt ihr nicht auf. Ihr habt einen Grund, krank zu sein, aber ihr könnt viel, viel ändern. Dankeschön. Das lasse ich gerne so als letztes Wort stehen. Vielen, vielen Dank nochmal. Macht's gut. Bis bald. Euer Andreas von Grün und Gesundheit. Ciao.